Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit einer mechanischen Rechenmaschine, konkret einer Sprossenradmaschine, rechnen kann. Dabei werden wir uns verschiedene Berechnungen von der Addition bis zur Division ansehen. Die nach allem, was man weiß, erste Rechenmaschine, mit der man alle vier Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen konnte, war die sogenannte Rechenuhr von Wilhelm Schickard aus dem Jahr 1623. Schickard konstruierte sie auf der Basis der wenige Jahre zuvor vorgestellten Napierschen Rechenstäbchen. Allerdings hat die Maschine vermutlich nie wirklich zuverlässig funktioniert. 1642 konstruierte Blaise Pascal seine Rechenmaschine, die Pascaline, die ebenfalls nicht zuverlässig funktioniert hat. Und 1673 stellte Gottfried Wilhelm Leibniz seine Rechenmaschine der Royal Society in London vor. Auch bei dieser Maschine ist nicht klar, wie zuverlässig sie funktionierte. Die Leibniz-Maschine verwendete sogenannte Staffelwalzen als zentrale Komponente der Mechanik, aber Leibniz hatte als Alternative auch das sogenannte Sprossenrad erwogen. Diese beiden Funktionsprinzipien wurden bis in die 1970er Jahre für Rechenmaschinen verwendet. Im Jahr 1875 stellte der schwedische Ingenieur Vilgot Theophil Oetner seine Sprossenradmaschine vor. Er ließ sie patentieren, verbesserte sie weiter und produzierte sie ab 1890 in Serie. Da sie zuverlässig und robust war, erfreute sie sich bald großer Beliebtheit und wurde in Lizenz, beispielsweise als Brunswiga, nachgebaut. Bei dieser Firma arbeitete auch ein gewisser Otto Holzapfel, der später dann die Firma Lipsia gründete. Eines von deren Modellen, die Lipsia 11R, dient uns hier zur Vorführung der Rechenoperationen mit einer Sprossenradmaschine. Das Modell hier stammt vermutlich aus den 1930er Jahren. Sehen wir uns zunächst einmal die Maschine an. Wir haben hier unten rechts das Zählwerk und links daneben das Umdrehungszählwerk. Die beiden sind auf einem beweglichen Schlitten montiert und oberhalb davon haben wir das Einstellwerk mit Hebeln, mit denen wir eine bis zu sechsstellige Zahl einstellen können. Mit einem kleinen Schieber hier oben können wir eine Markierung setzen, die uns beispielsweise als Komma dienen kann, wenn wir mit Geldbeträgen rechnen würden. So würde aus der Zahl 245 dann der Geldbetrag 2,45 Euro. Solche Schieber finden wir hier unten auch bei den weiteren Zählwerken. Bevor wir nun mit einer Rechnung beginnen, müssen wir die Maschine erst einmal in einen definierten Ausgangszustand bringen. Wir initialisieren die Maschine sozusagen. Mit einem Hebel im oberen Bereich setzen wir die eingestellte Zahl auf 0. Mit den kleinen Kurbeln links und rechts am Schlitten setzen wir die beiden Zählwerke auf 0. Nun können wir mit einer ersten Rechnung beginnen. Ich möchte ganz gerne die Zahlen 7963 und 8473 zueinander addieren. Dazu stelle ich den ersten Wert, 7963, hier oben im Einstellwerk ein und drehe einmal die große Kurbel. Dadurch wird dieser Wert in das Zählwerk übertragen, genauer gesagt wird er zu dem bislang dort stehenden Wert addiert. Da dort bisher 0 stand, steht nun also der oben eingestellte Wert dort. Im Umdrehungszählwerk sehen wir, wie viele Zahlen wir bislang addiert haben, nämlich eine. Nun setzen wir das Einstellwerk wieder zurück und stellen die zweite Zahl, 8473, ein. Wir drehen wieder die Kurbel und sehen nun das Ergebnis der Addition im Zählwerk, 16.436. Und die Anzahl der addierten Zahlen sehen wir hier im Umdrehungszählwerk. Man kann sich leicht vorstellen, dass wir nun für weitere Zahlen entsprechend vorgehen und sehr schnell viele Zahlen addieren können. Auch die Subtraktion ist sehr einfach. Wollen wir nun 8473 von unserer Zahl, die gerade im Zählwerk steht, abziehen, stellen wir diesen Wert wieder im Einstellwerk ein. Da wir subtrahieren wollen, legen wir den kleinen Hebel hier oben links einmal um und nun drehen wir die Kurbel, hier die große Kurbel, einmal in entgegengesetzter Richtung. Wir können unser Ergebnis dann wieder hier unten ablesen. 7963 kommt da wenig überraschend dabei heraus und sehen im Umdrehungszählwerk, dass wir nun drei Zahlen miteinander verrechnet haben. Deshalb steht hier eine 3. Noch einfacher als die Addition zweier Zahlen ist die fortgesetzte Addition immer derselben Zahl. Setzen wir die Maschine noch einmal zurück. Jetzt stellen wir erneut den Wert 7963 ein. Und drehen die Kurbel einmal erneut, sodass der Wert wieder im Zählwerk steht. Das wiederholen wir nun und noch ein drittes Mal. Und dann haben wir hier unten den Wert 23.889 stehen. Und das ist gerade 7.963 multipliziert mit 3. Also der erste Faktor steht im Einstellwerk, der zweite Faktor steht im Umdrehungszählwerk. Und das Ergebnis steht hier im Zählwerk.
Was aber, wenn wir 9256 mal 4371 rechnen wollen? Wir wollen ja nun nicht 4371 mal die Kurbel drehen. Das müssen wir zum Glück auch nicht. Wir setzen die Maschine zurück. Und stellen den ersten Wert 9256 ein. Dann beginnen wir mit dem hintersten Wert unseres zweiten Faktors, 4371, also der 1. Wir drehen die Kurbel also einmal. Jetzt kommt der Schlitten ins Spiel. Wir bewegen den Schlitten mit dieser Taste um eine Position nach rechts. Dann drehen wir die Kurbel so oft, wie das die zweite Ziffer von hinten angibt, bei 4371, also 7 Mal. Wir sehen hier links, wie oft wir jetzt gedreht haben. 71 Mal und hier steht tatsächlich schon 71 mal 9256. Wir bewegen den Schlitten um eine weitere Position nach rechts und drehen die Kurbel nun 3 Mal. Und wir wiederholen das Ganze für die letzte Ziffer bei 4371, also die 4. 1, 2, 3 und 4 Mal. Und haben nun das Ergebnis von 9256, der erste Faktor hier oben im Einstellwerk, und 4371. Der zweite Faktor also hier im Umdrehungszählwerk. Und das Ergebnis davon ist dann 40.457.976, was wir ganz ohne Mühen rechnen konnten. Kommen wir noch zur letzten Berechnung, die ich hier zeigen möchte, der Division. Ich möchte einmal 4096 durch 256 teilen. Dafür setzen wir die Maschine wieder zurück. Wir stellen dann den ersten Wert, 4096, hier oben ein und drehen einmal die Kurbel, sodass der Dividend im Zählwerk steht. Das Umdrehungszählwerk müssen wir nun einmal zurücksetzen. Als nächstes stellen wir den Divisor 256 hier oben im Einstellwerk ein. Dann bewegen wir den Schlitten so weit nach rechts, dass die vordersten Ziffern der beiden Zahlen exakt übereinander stehen. Wir legen den kleinen Hebel hier oben links wieder um und drehen nun die Kurbel in der Richtung wie bei der Subtraktion so lange, bis eine Glocke ertönt. Sobald das der Fall ist, drehen wir die Kurbel einmal in entgegengesetzter Richtung, dabei ertönt erneut die Glocke. Dann bewegen wir den Schlitten um eine Stelle nach links und wiederholen das Spiel. Wir drehen, bis die Glocke ertönt und dann einmal. Ich habe etwas zu weit gedreht, da muss ich einmal die Umdrehung vollenden. Dann wieder in entgegengesetzte Richtung, bis erneut die Glocke tönt. Und das wiederholen wir nun, bis der Schlitten am Anschlag ist. Das ist bei uns jetzt bereits der Fall. Und können jetzt das Ergebnis hier im Umdrehungszählwerk ablesen. Also 16. 4096, was hier vorher stand, geteilt durch 256, ergibt also 16. Mit dieser Rechenmaschine ist es offenbar sehr einfach, Rechnungen in allen 4 Grundrechenarten durchzuführen. Tatsächlich kann man sogar die Wurzel einer Zahl ziehen, aber das möchte ich hier nicht vorführen. Geistige Anstrengung ist hier nun fast nicht mehr erforderlich. Wir müssen nur ganz mechanisch Werte einstellen, Kurbeln drehen und dabei mitzählen bzw. die Zählwerke im Auge behalten und bei der Division auf die Glocke lauschen. Damit geht dann Leibniz' Wunsch in Erfüllung, dass bei Einsatz einer Maschine auch der Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann. Das Rechnen, etwas, das vermeintlich eine geistige Leistung ist, entpuppt sich als ein rein mechanischer Vorgang. Wenn es nun gelänge, auch das Kurbeln, das Mitzählen und das Lauschen auf die Glocke zu mechanisieren, hätten wir eine vollautomatische Rechenmaschine, in die wir nur noch die zu verrechnenden Zahlen eingeben müssten, die gewünschte Rechenoperation auswählen und dann die Ergebnisse ablesen könnten. Bis es soweit war, sollte es allerdings noch ein wenig dauern. Das war es für diese kleine Vorführung, wie man mit einer mechanischen Rechenmaschine, hier konkret mit der Sprossenradmaschine Lipsia 11R, verschiedene Rechnungen sehr einfach durchführen kann. Tschüss, bis zum nächsten Video.